Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor. Fast ein ganzes Jahr habe ich diesen Roman hier auf diesem Kanal vorgelesen. Wir haben mit dem Roman Ethiopica, wie er im Originaltitel lautet, im Oktober 2018 begonnen. Jetzt ist Mai 2019. Es waren insgesamt 17 Folgen, die ich hier vorgelesen habe. Anfänglich haben sie über eine Stunde gedauert. Dann bin ich dazu übergegangen, sie zu kürzen. Aber auch dann war jede Folge in der Regel über 30 Minuten lang. Ich denke, viele konnten mit diesem Roman nichts anfangen und können mit diesem Roman nichts anfangen. Er ist für einen Menschen, der vor allem Romane aus dem 20. Jahrhundert liest oder auch aus der Jetztzeit, sehr ungewohnt. Man bleibt ein wenig irritiert zurück, er erscheint einem seltsam. Man ist ratlos und die meisten reagieren ziemlich ablehnend gegenüber diesem Roman. Aber ich habe mich trotzdem entschlossen, diese Erzählung als erste zu wählen, die ich hier auf meinem Kanal Zeichensetzung vorlesen will. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, weil dieser Roman einer ist, den ich sehr gern mag. Und zum anderen, weil er ein wichtiger Roman ist. Er ist Weltliteratur. Und dazu hin noch relativ unbekannt heute. Eigentlich auch sehr literarisch interessierte Menschen kennen ihn nicht. Literaturwissenschaftler kennen ihn wohl. Er gehört zum Muss für einen Literaturwissenschaftler, der etwas über Romane wissen will und sich in Romanen, europäischer Romanliteratur auskennen will. Der Name dieses Romanes wird immer genannt in den großen Literaturgeschichten, neben ganz großen Namen, also antiken Namen. Nehmen Sie einfach antike Namen wie Homer oder dann die großen, auch Dramatiker der Antike, Aeschylus, Euripides, Sophokles, Aristoteles Poetik, in einem Atemzug mit diesen großen griechischen Namen wird dann auch immer dieser Roman aus der Spätantike genannt, Heliodor. Und das ist doch für uns zunächst einmal erstaunlich, aber wenn man dann mehr über diesen Roman weiß, dann gar nicht mehr. Abgesehen von Literaturwissenschaftlern interessieren sich auch Historiker und Religionswissenschaftler für diesen Roman, weil er Einblicke gibt in die mediterrane Welt der Spätantike. Eine Welt, die auf dem Weg ist vom Polytheismus, vom Heidentum zum Monotheismus, zum Christentum und zu seinen transzendent-metaphysischen Vorstellungen von der Welt und ihren Idealen. Er stammt aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert, eben aus einer Zeit gewaltigen Umbruchs. Ein Umbruch, der das gesamte Denken der Menschen erfasst hat, ihre Alltagswelt, die Politik, die Literatur und die Religion, um nur einige Aspekte der Welt zu nennen. Wir blicken mit diesem Roman in die Vergangenheit, und zwar auf eine ganz anschauliche, spannende, amüsante Art und Weise. Wir erfahren etwas über den Alltag, über Liebesbeziehungen, über Kriegsmaschinerie, über Festaktivitäten, über religiöse Riten und. Eine Fülle von Informationen wird uns präsentiert. Wir bekommen so etwas wie Zeitkolorit auf eine sehr amüsante Art und Weise mitgeteilt. Darüber hinaus kann man aber auch mit der Interpretation tiefer einsteigen
Und dann erfährt man etwas über Grundannahmen, die die Menschen dieser Welt geteilt haben. Über so etwas, was wir heute Mentalitätsforschung nennen. Darüber kann man auch etwas erfahren, wenn man tiefer mit der Interpretation hineingeht. Wie verstehen die Menschen ihr Menschsein? Wie sieht es mit ihrer Seele aus? Denn dass sie eine haben, das ist in dieser Zeit und in diesem Roman unumstritten, was für frühere Jahrhunderte so nicht gilt. Wir erfahren etwas über dieses seelische Leben und wie es präsentiert wird, wie es sich äußert. Wie gesagt, man kann mit sehr modernen Fragen und sehr spannenden Fragen an diesen Roman herangehen und das will ich eben im Folgenden, auch in den folgenden Sitzungen tun. Man erfährt etwas über die Moral der Menschen, über das, was man eben kulturelles Selbstverständnis nennen kann. Und genau das, damit habe ich mich eben sehr genau auseinandergesetzt und das möchte ich Ihnen in den nächsten, in dieser und den nächsten drei Sitzungen etwas ausführlicher schildern. Wir erfahren auch etwas über die literarische Produktionsweise jener Zeit. Wie wird eine Geschichte erzählt? Wie ist die Logik des Erzählens? Wie ist der Ablauf des Erzählens, das Plot, wie wir das heute so schön neudeutsch nennen? Und wie sieht es mit dem literarischen Umfeld aus, in dem dieser Roman entstanden ist? Das ist nämlich ganz wichtig, wenn wir uns dann mit der Gattung Roman an sich beschäftigen. Kurz, es geht auch im Folgenden um den Roman Aethiopica als Kunstform. Und damit antworten wir dann auch letztlich auf die Frage, warum dieser Roman für die europäische Romanliteratur so wichtig geworden ist. Es werden insgesamt vier Sitzungen sein, mit diese hier insgesamt vier, in denen wir uns mit diesem Roman noch einmal ausführlich auseinandersetzen wollen. Heute in der ersten Sitzung geht es um einen Einstieg und vor allem dann um den historischen Kontext. Wir wollen den Roman in den historischen Kontext einbetten und etwas erfahren auch über die historischen Hintergründe, die ihn geprägt haben. Beim nächsten Mal möchte ich die Erzählhaltung und den Erzähler in den Mittelpunkt meiner Schilderung stellen und damit auch den Roman als Gattung ein wenig beschreiben. In einer dritten Sitzung wird es um die Personen gehen, die in diesem Roman geschildert werden, um ihr Seelenleben, ihr Innenleben, das vorhanden wird, aber sich eigentlich ganz gut versteckt. Und dann erfahren wir eben, denke ich, auch etwas über spätantikes Identitätsverständnis, was ich sehr, sehr spannend finde. Im letzten Teil wird es dann im vierten Teil um Religion gehen und um ein religiöses Selbstverständnis, was noch vollkommen heidnisch ist, aber doch wesentliche Momente des Christentums vorwegnimmt. Heute also geht es um den historischen Kontext. Zitat: Damit ist die Geschichte von Theagenes und Chariklia, die ein Mann aus Emesa in Phönizien aus dem Geschlecht des Helios, der Sohn des Theodosius, Heliodorus, verfasst hat, zu Ende. Das ist das, was wir über den Autor erfahren. Er hat gelebt in Emesa, dem heutigen Homs in Syrien, und wohl um die 240 nach Christus herum geschrieben. Es gibt gegenläufige Meinungen, aber man hat sich wohl vorwiegend auf diese Abfassungszeit geeinigt, also circa 240 nach Christus. Ein Abenteuerroman, ein Liebesroman, ein Reiseroman mit sehr viel Spannung, einem Happy End,
Man erfährt sehr viel über Land und Leute, zum Beispiel am Nil. Und der Roman deckt weite Bereiche der damalig bekannten Welt ab. Wenn wir uns die damalige Weltkarte anschauen, so wie sie uns Ptolemaios sozusagen geschildert hat, wie er sie gedacht hat, dann sieht die damalige Welt folgendermaßen aus. Die Welt besteht aus dem Mittelmeer mit den Kontinenten drumherum, also Europa, dann die Nordküste Afrikas. Afrika reicht dann bis zum Nilursprung im Süden, also bis Äthiopien. Im Osten haben wir Israel, Palästina und das geht dann die gesamte heutige Türkei und das Schwarze Meer ist dabei. Und die Karte geht dann bis Persien und Indien. Und das ist die Welt so, wie sie circa 150 nach der Zeitenwende vorgestellt wurde. Und der Roman bereist weite Bereiche dieser Welt. Wir beginnen in Griechenland mit Delphi. Wir fahren weiter nach Ägypten, Memphis und wir landen schließlich ganz im Süden in Meroe in Äthiopien, am Rand der damalig bekannten Welt. Wir hören Näheres über Thessalien, Ithaka. Wir hören etwas über die Insel Zakynthos. Wir erfahren etwas über das Perserreich ganz im Osten mit seiner Satrapie in Ägypten. Und Italien kommt nicht vor. Das Zentrum der römischen Weltherrschaft, genau zu jener Zeit, als Heliodor geschrieben hat, das taucht nicht auf, das ist nicht präsent. Und zwar aus mehreren Gründen. Der Roman ist auf Griechisch geschrieben und das heißt, er ist für ein griechisches Publikum, griechisch lesen und verstehen könnendes Publikum geschrieben worden. Und dieses Publikum, das die Koine, die allgemeine griechische Sprache, beherrscht, dieses Publikum sitzt im Osten und auch in Alexandria. Und da zeigt sich schon etwas, diese große Gattung der hellenistischen Liebesromane hat eben auch einen Schwerpunkt, der nicht im Mittelpunkt des Römischen Reiches liegt, sondern an die Schwerpunkte in die Provinzen verlagert, nach Osten oder auch eben nach Süden, nach Ägypten, sogar nach Äthiopien. Und genau das passiert ja nun auch im 3. Jahrhundert. Der Westen mit Rom als Zentrum beginnt zu schwächeln, dieses Machtzentrum. Das Reich verlagert sich auch immer mehr nach Osten, bis dann Diokletian Ende des 3. Jahrhunderts tatsächlich das Reich in ein westliches und östliches römisches Reich teilen wird. Der zweite Grund, warum Rom keine Rolle spielt, ist, dass der Roman in einer Zeit spielt, wo Rom noch gar nicht in die Weltgeschichte eingetreten ist. Der Roman spielt zu Zeiten des Perserreiches, des größten Ausmaßes des Achämenidenreiches, das von circa 800 bis zur Eroberung durch Alexander eine Rolle im östlichen und südlichen Mittelmeer gespielt hat. Und damals war Rom weltgeschichtlich noch gar nicht auf die Bühne getreten. Und diese Hereinnahme des Perserreiches, eines vergangenen Perserreiches, ist vielleicht dadurch erklärbar, dass genau zu der Zeit, als Heliodor geschrieben hat, eben um die Mitte des 3. Jahrhunderts, ein neues Perserreich im Osten entstanden war, das Reich der Sassaniden. Es reicht von 224 bis 651, bevor dann die große islamische Eroberung der östlichen Welt beginnt.
Genau in dieser Zeit gibt es heftige Kämpfe zwischen Römern und Persern und in der Regel siegen die Perser, besiegen die Perser die Römer und zwar auf sehr beschämende Art und Weise. Im heutigen Iran gibt es in einer Felswand ein Relief. Das ist in Naqsh-e-Rustam, ich selber war dort. Und auf diesem Felsrelief sieht man den Schapur den Ersten, wie er auf einem Pferd reitet und vor ihm kniet der römische Kaiser Philippus Arabs als Besiegter. Und neben dem Schapur steht Kaiser Valerius. Schapur hat ihn am Arm gepackt und auch er wird damals als Besiegter gezeigt. Die Perser sind also die großen Sieger der Stunde, eine Großmacht. Und auch das mag den Ausschlag gegeben haben, dass sie in diesem Roman eine so wichtige Rolle spielen. Sobald das Liebespaar am Nil gelandet ist, sind sie im Herrschaftsbereich der Perser. Und dort regiert Orondates als Satrap. Und Mithranis ist sein Befehlshaber in Memphis. Und von beiden hören wir ja nun viel in diesem Roman. In jener Zeit gab es südlich dieser Satrapie ein großes Reich der Nubier, das Königreich von Kusch, mit einem Reichszentrum in Meroe, die meroitischen Könige. Die sind ganz wichtige Könige in jener Zeit und sie hatten enge Kontakte nach Ägypten. Übrigens eine Kultur, die schon im 4. nachchristlichen Jahrhundert zum Christentum übergetreten ist und damit eins der ältesten christlichen Königreiche überhaupt, was man viele gar nicht wissen und was man sich doch ständig auch immer wieder in Erinnerung rufen sollte, dass sich das Christentum eben nicht nur im Westen und Osten, sondern eben auch in einem afrikanischen Land sehr früh ausgebreitet hat. Das ist also der politische Rahmen, in dem diese Erzählung spielt. Und das macht sich ja deutlich an den Personen, denen wir begegnen werden. Wie gesagt, die Glanzzeit der römischen Kaiser in Rom ist vorüber. Das Geschehen verlagert sich schwerpunktmäßig nach Osten, aber auch nach Süden. Die Provinzen werden immer wichtiger. Und dieses neue Selbstbewusstsein der Menschen in den Provinzen, auch das kommt sehr deutlich in diesem Roman zum Tragen. Das 3. Jahrhundert ist nun auch das Jahrhundert der Christenverfolgungen. Begonnen haben sie ja im 1. Jahrhundert. Denken Sie nur an Nero, aber auch das 3. Jahrhundert und dann vor allem unter Diokletian kommt es zu heftigen Christenverfolgungen. Erst ein Jahrhundert später, aber dann ist das Christentum schon Staatsreligion. Und das Erstaunliche ist, dass nun dieser Roman, der noch eigentlich ganz im heidnischen Bereich spielt, von den Christen ganz früh schon akzeptiert wurde und höchst beliebt unter Christen war. Diese hellenistischen Liebesromane waren einfach auch so spannend und amüsant, dass alle sie gern gelesen haben. Und zwar so gern, dass ein Kaiser Julian 363 die Lektüre dieser Romane nochmal verboten hat, weil sie die Leidenschaften erweckten. Und das wollte er nicht. Sie waren in diesem schon noch ganz im Heidentum, sich im Heidentum definierenden Kaiser, dennoch zuwider, weil er eigentlich auch schon durchdrungen war von einer Moral, wie wir sie dann in dem Christentum wiederfinden werden. Dieses Verbot hat sich nicht durchgesetzt. Schon kurze Zeit später empfehlen Ärzte die Lektüre von Liebesromanen, und zwar, weil sie es
Stimulantien gegen Impotenz sein. Um 450 ist Heliodor auf einmal Christ und Bischof. Und das ist die einhellige Meinung über ihn. Und auf diese Art und Weise kann er ganz leicht in den Kanon der christlichen Literatur übernommen werden. Im 12. Jahrhundert hat ein Philosoph namens Philippus auch von den ethischen Werten dieses Buches gesprochen. Chariklia sei ein Sinnbild für die Seele, so wie die äthiopische Prinzessin aus dem dunklen Reich ins helle Griechenland komme, so die Seele aus dem Dunkel ins Licht. Theagenes gilt für ihn als Inbegriff des philosophischen Erkennens und Kalasiris wird zum Lehrer, der die Seele zur Erkenntnis führt. Mit Chariklia, so heißt es dann in der Esoterik der Zeit, basiere auf einem Zahlenwert. Ihre Buchstaben, die griechischen Buchstaben, machten den Zahlenwert 777 aus und das ist das 111-fache der heiligen Zahl 7. Und auf diese Art und Weise wird der Roman auf neue spirituelle Weise lesbar und kann nun eben voll und ganz in die Literatur des Christentums eingehen. Spätestens in der Renaissance kommt dann, als dann auch der Westen wieder anfängt, Griechisch lesen und verstehen zu können, beginnen die Übersetzungen auch in die Volkssprachen aus dem Griechischen. Wir haben Übersetzungen ins Französische 1547, ins Lateinische 1562, 1554 ins Deutsche und Spanische, 1556 ins Italienische und 1569 wird der Roman ins Englische übersetzt. Die gebildeten Menschen Europas lesen diesen Roman. Das Barock liebt diesen Roman abgöttisch. Und das heißt von Racine, dass er ihn auswendig gekonnt habe. Er habe diesen Roman immer gelesen. Sein Lehrer habe ihn ihm weggenommen und verbrannt und das sei zweimal passiert. Und beim dritten Mal hat Racine den Roman freiwillig ausgeliefert und gesagt, jetzt könne der Lehrer ihn verbrennen, denn jetzt könne er ihn absolut auswendig. Wenn das stimmt, dann ist das eine wirklich außergewöhnliche Leistung gewesen. Nachklänge des Romans finden wir noch im 19. Jahrhundert. Selbstverständlich kennt die Klassik ihn davor auch schon. Aber Nachklänge selbst noch im späten 19. Jahrhundert in Verdis Aida. Und dann wird es seltsamerweise still um ihn. Genau in der Zeit, als das Christentum so einer großen Kritik unterworfen wird, als Nietzsche eben Gott für tot erklärt und die Menschen der Moderne sich wieder für das antike heidnische Griechenland zu interessieren beginnen, da taucht dieser Roman nicht mehr auf. Und das ist doch schon seltsam. Obwohl er eben eigentlich für einen Normalleser, einen Leser, der Liebesromane mag und Abenteuerromane, durchaus lesbar gewesen wäre. Und eben durch die Schilderung des Alltags in dieser Spätantike auch interessant ist. Ich habe schon auf vieles hingewiesen, aber auch so Kleinigkeiten, wie Trankspenden geleistet werden, wie man eben Opfer Riten gestaltet, Stiere schlachtet, dass man auf Wachstäfelchen geschrieben hat, wie die griechische Gastfreundschaft im Hause des Nausiklis ausgesehen hat und dass man an die Prophezeiungen von Träumen geglaubt hat und sich gefragt hat, wie muss ich den Traum deuten, wie muss ich es deuten, wenn mir im Traum ein Auge ausgeschlagen wird.
Oder wie muss ich ein Orakel deuten, das mir in einem Heiligtum gegeben wird, zum Beispiel im delphischen Heiligtum? Und dann ist es auch immer wieder schön und spannend zu sehen, dass einem in diesem Roman dann doch eben ein leibhaftiger Gott oder eine leibhaftige Göttin gegenübertritt oder ein großer Heros wie Odysseus taucht leibhaftig auf. Wir haben eine Heldin, der Theagenes, der erinnert eben doch sehr an den schönen und tapferen Achill und die schöne Chariklia an die schöne Helena. Nur ist Chariklia eben schon sehr moralisch, sehr keusch und ihrem Verlobten absolut treu. Wir kommen in das antike Delphi, wir kommen in den Isis-Tempel zu Memphis, wir kommen in den heiligen Bezirk zu Meroe, in das Feld davor, wo es einen Herd gibt, der Auskunft geben kann über das keusche oder unkeusche Leben dessen, der auf ihn drauftritt. Wir erfahren etwas über den Prunk in einem persischen Palast und über die Armut im Hirtenland in den Sümpfen des Nils, wo die Menschen Räuber werden müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dieser Roman schildert uns die Antike sehr lebendig und auch mit ihrem magischen Verständnis, mit den Pfeilen aus Drachenknochen, gegen die wirklich nun kein Kraut gewachsen ist, oder mit so seltsamen Tieren wie dem Kamelpanther, die doch einen Schmunzeln machen. Darüber und wie dieser Roman nun seine Geschichte erzählt, darüber möchte ich das nächste Mal ausführlicher sprechen. Und vielleicht mag der eine oder andere von Ihnen, der sich diesen Roman nicht angehört hat, doch mal in die eine oder andere Folge hineinhören, um einen gewissen Eindruck, näheren Eindruck zu bekommen und das, was ich ihm dann erzählen, ihr dann erzählen werde, vielleicht durch eigenes Hören ein bisschen besser verstehen zu können.